Hallo und willkommen zurück zu Conqueror's Blade. Ihr seht, das sind alles jetzt neue Spieler, die hier auftauchen. Wir sollen ja jetzt hier hin. Sucht den Wachposten in der jeweiligen Hauptstadt auf. Automatisches Navigieren durch Alt und Klicken. Okay, wir wollen hier mit interagieren. Ich finde noch immer, wir sollten Wegezoll verlangen, grüßen. Zack, willkommen in diesem Leben. Lehen, ach so. Okay, willkommen in diesem Lehen. Ich würde das noch ein bisschen kleiner schreiben, dann können die älteren Leute, so wie ich, das noch besser lesen. Fremder, fortfahren. Hauptstadt Ankunft abgeschlossen. Der Wachposten hat euch auf seine Art und Weise in dieser Stadt willkommen geheißen. Es ist Zeit, in diesem Land ein neues Leben zu beginnen. An vielen Orten werdet ihr im Kampf zwischen adeligen Häusern fähigen Streitern benötigen. Nicht anders ist es mit der Legion des Kaisers, die gegen sie alle kämpft. Okay. So, wir schließen die ganze Quest ab, zack, und sind damit Level 2. Und ihr seht, wir haben jetzt richtig viel Zeugs bekommen. Und ja, jetzt gehen wir uns ein bisschen die Stadt mal anschauen. Das Gute ist, wir können so ziemlich viel machen. Also ihr seht, hier wird alles erklärt, wo was ist. Wir können, glaube ich, auch meines Wissens die Minimap umändern in viereckig, in... Man kann so viel machen in dem Spiel. Es ist und bleibt ein MMO. Ihr seht, hier sind andere Spieler. Ne? Und ja, da läuft wieder ein anderer. Mal gucken, wir können uns mal die Rüstungen angucken, die haben. Sieht eigentlich auch schick aus. Das Spiel hat sozusagen Auktionatoren. Man kann Crafting betreiben. Hier ist ein Auktionator zum Beispiel. Wir können uns ja mal das Auktionshaus schnell angucken, obwohl ich überhaupt gar keine Ahnung habe. Es gibt natürlich auch epische Klamotten, Gegenstände, Fähigkeiten und was weiß ich nicht was alles. Beinschutz. Also man kann hier wirklich viel machen. Und ihr seht, da oben kommen immer wieder so Anzeigen durchgelaufen. Das kann man auch ausstellen. Da muss ich nur nachher mal schauen, wie das funktioniert. Nein, ich will kein Duell machen. Ich weiß, dass du die Quest machen willst, aber ich bin hier gerade am Erzählen. Ja, das sind jetzt wahrscheinlich alles neue Spieler, die hier rumlaufen. Wie gesagt, wir gucken uns mal jetzt die Stadt ein bisschen an. Hier geht es noch nicht weiter. Wenn ich M drücke, seht ihr jetzt die Map. Und ihr seht, wie groß die jetzt eigentlich ist. Ne? Wir sind jetzt hier unten irgendwo hier, in dieser Stadt hier. Also hier sind wir. Und schaut euch mal an, wie groß die Map ist. Ne? Also die ist riesengroß, Freunde. Vertut euch da nicht. Ihr müsst Belagerungskämpfe machen, das, was wir gerade gemacht haben. Oder im vorhergehenden Video. Aber ihr könnt auch Open World rumlaufen und so, ne? So, aber jetzt gucken wir uns mal ein bisschen an. Also hier, das ist jetzt mein Charakter. Ihr seht jetzt, Turom Level 2 bin ich. Hier ist meine Ausrüstung. Wir haben auch noch Runenplätze, wo wir unsere Klamotten verbessern können, alles komplett. Wir können es reparieren, wir können alles reparieren. Wir können Runen verwenden, also Runen reinsetzen, ne? Ich kann auch meinen Helm abnehmen, wenn ich das möchte. So sehen wir jetzt momentan aus. Die Rüstung zeigt uns an, wie viel Ausdauer wir haben, wie viel Gesundheit wir haben und so weiter und so fort. Und jetzt gilt es natürlich, bessere Rüstung zu finden. Wir haben keinen Titel ausgewählt. Hier ist unser Einfluss, unsere Stärke. Jeder Punkt Stärke erhöht den Rüstungsstichschaden. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was unsere Waffe macht. Unsere Waffe macht Rüstungsstichschaden machen wir. Und wir machen Rüstungsschnittschaden. Ne? Stumpfer Rüstungsschaden und Stichschaden. Also diese drei. Also Rüstungsstichschaden. Und da müssen wir jetzt gucken, was erhöht das zum Beispiel, ne? Da gibt es also Stärke, wir können Geschicklichkeit, das schauen wir uns später mal an. Die Rüstung an sich schauen wir uns an und die Zähigkeit. Wir können also hier jetzt, wie gesagt, skillen, unseren Charakter. Dann haben wir hier unser Reittier, was wir später auch noch verbessern können, ne? Dass es besser wird. Hier können wir dann
mit Marken, beziehungsweise das wird später Echtgeld sein, glaube ich. Dann seht ihr, wie die aussehen. Kann man sich Skins. Das sind aber nur Skins halt, ne? So sehen die Rüstungen aus. Da kriegen wir auch mal einen Überblick, wenn man später mal ein mächtiger Krieger ist. Oder sein sollte oder will. Sein will, ne? So, und welche Rüstung gibt es denn noch? Ja, die sehen schon schick aus, ne? Aber da ist jetzt noch nichts dabei, wo ich sagen würde, okay, die will ich haben. Da muss man sich anschauen, wie teuer das Ganze halt ist, ne? So, und dann gibt es Emotes. Ihr könnt jede Menge Emotes freischalten. Im Laufe der Zeit bekommt ihr die. Da könnt ihr halt Emotes machen, wie in anderen Spielen auch. Jubeln und was weiß ich nicht, was alles. Dann haben wir hier die Fähigkeiten. Und jetzt geht's los. Das, was ich hier unten habe, ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Denn ich kann individuell auf meinem Spielstil alles skillen halt. Ne? Dazu brauche ich dann aber Punkte, also Waffenpunkte, um die Waffen zu skillen. Und hier die, wenn ich weitere Klassen haben möchte, so, jetzt muss ich mal wieder husten, muss ich die andere Währung hier, die Fertigkeitenpunkte, die ich durch Teilnahme von PvP erhalte, die muss ich sammeln, damit ich mir weitere Klassen freischalten kann. Also bisher kann ich nur das Notchi, aber wenn ich da mal keinen Bock drauf habe, könnte ich sagen, okay, ich will jetzt den Bogen haben oder den Streithammer. Dann kann ich die freischalten und auch diese nutzen, die Waffen. Ne? Aber hier kann man die dann nochmal verbessern. Da steht dann immer Bonus-Schnittschaden plus 20 Punkte. Ja, also ihr seht's. Da muss man sich mal in Ruhe anschauen, wie man das skillen kann. Man kann es, glaube ich, später einmal zurücksetzen. Dann haben wir hier die Entwicklung. Also sozusagen die Stats. Nicht die Post-Stats-Games, sondern die kommen später mal. Das sind die Stats jetzt. Wie viele Helden getötet, wie viele Soldaten, wie viele Kampfpunkte, also wie gut man eigentlich im groben Ganzen ist. Hier werden wahrscheinlich die Waffen aufgelistet. Dann sieht man hier, wie viele Feldschlachten, wie viele Belagerungsschlachten, wie viel Deathmatch man gemacht hat. Denn was in der Saison passiert ist, oder in der Season, ne? Ranglistenkämpfe. Dann hat man hier Erfolge, jede Menge, die man herstellen kann. Helden, ne, also man kann hier wirklich sehr, sehr viel freischalten und man hat hier wirklich genug zu tun halt, ne. So, nichtsdestotrotz, das war jetzt nur die Taste P von meinem Charakter, also das war alles rund um meinen Charakter hier, ne. Ihr seht's, Level 2 sind wir jetzt. So, wenn ich jetzt U drücke, haben wir das ganze Spiel und Spaß für die ganzen Einheiten, das heißt also, wir haben jetzt hier die ganzen Einheiten, die wir jetzt mitgenommen haben. Und da gilt es, die jetzt zu leveln und besser zu machen. Ne? Also berittene Einheiten, dann haben wir hier Fernkämpfer und Nahkämpfer. Dann haben wir hier Armeenlager, da bin ich mir nicht. In diesem Interface können Sie einstellen, welche Einheiten. Habe ich jetzt nicht gelesen, sowieso. Dann für die Außenwelt gibt es extra Farming, also so Farmbots. Wo man draußen rumlaufen kann und Missionen machen kann, um Ressourcen zu sammeln, um später selber eigene Klamotten zu craften und so. Ne? Dann gibt es Rangliste, Freikämpfe. Dann gibt es den Einheitenbaum. Der wird erst mit Level 3, den kann ich ja später zeigen. Denn das ist das. Das sind ja jetzt nur die Einheiten. Und dann gibt es hier so einen Einheitenbaum, den ich ja jetzt, wie gesagt, noch nicht freischalten kann. Stellt euch den vor wie in World of Tanks oder in World of Warships, wo ihr Nationen habt und meinetwegen, es gibt verschiedene Bogenkämpfer, es gibt verschiedene Nahkämpfer und die könnt ihr dann alle durchskillen, ne? Also, das sind natürlich bei weitem nicht die ganzen Einheiten, die ihr habt, sondern da kommen noch jede Menge mehr zu. Die werden wir uns dann im nächsten Video anschauen, was man da kann. Man kann mit Level 11 dann NPCs anheuern und es gibt Technologien, die können wir uns mit Level 25 anschauen. Also hier gibt es echt ultra viel zu tun. Natürlich haben wir auch, wenn ich die Taste I drücke, ein eigenes Inventar. Wir haben einen Wagen. Doktrine, weiß ich noch nicht, was das sein soll. Man kann hier später
Gilden machen. Warte mal, ich soll auf Aktualisieren klicken. Keine Ahnung, was das sein soll. Warte jetzt mal die Zeit ab. Klicken Sie auf Aktualisieren, um fortzufahren. Ihr erfüllt die Aufgaben nicht. Okay. Wie gesagt, weil wir wahrscheinlich noch zu klein sind, ne? Also, ich habe ein Inventar. Wir haben Bank. Wir haben so viele Klamotten. Mit K haben wir Freunde und Gruppen. Ihr könnt natürlich mit... also ihr könnt ja selber eine Gilde machen und könnt dann bis zu 5 Leute oder 6 Leute oder 10 Leute, ich bin mir nicht sicher, zusammen in ein Gefecht gehen und gegen andere Spieler kämpfen. Ne? Das ist alles möglich. Das seht ihr eigentlich hier unter Freunde-Menü. Dann haben wir auf N, was haben wir da? Diese Funktion wird ab Level 12 freigeschalten. C, was haben wir denn da? C ist dann jetzt sozusagen der Shop, die man in Cosmetics, ja, kann man das sagen, dass man die Items, die dort zur Verfügung stehen, Kosmetik sind? Ich glaube nicht wirklich, weil es gibt auch Premium-Accounts, ne? Wir gucken uns mal so ein Premium an, ob sich das wirklich lohnt für uns oder auch nicht. Da schauen wir jetzt mal rein. Ne, da will ich nicht hin. Das sind so die Preise, die man haben können. Die können wir uns ja mal merken. Also 1000 plus 7 Tage Premium, 4,99. Das geht mal. Ansonsten glaube ich 1000. Davon 9,99 Euro wären 30 Tage Premium oder so. Müssen wir mal schauen, wo kann ich das denn genau sehen? Wo gibt es die Premium? Ah, hier gibt es die zum Beispiel. Hier, 30 Tage Premium und die kosten 1000. So, welche Vorteile hätte man, wenn man Premium nimmt? Dieser Gegenstand bleibt 30 Tage lang aktiv. Solange die aktiv ist, erhalten alle Charaktere des Accounts auf dem Server und auf dem dies gekauft wurde, neben einem exklusiven Avatar, die folgenden Kampfboni. Plus 30% Heldenbonus XP. Das heißt, wenn wir diese Kämpfe machen, die wir gerade eben gemacht haben, wo wir gekämpft haben, kriegen wir dann plus 30% mehr EP. Also wir würden rein theoretisch schneller aufsteigen. Unsere Einheiten würden schneller aufsteigen. Kriegen wir auch plus 30%. Wir kriegen 30% mehr Bronzemünzen, 30% mehr Ehre. Ne? Also das macht der Premium-Account. Kann man machen, muss man nicht, wenn man sagt, okay, ich will gar nichts investieren, dann dauert es halt länger. Aber ich glaube, dann kann man das Spiel auch besser lernen. Dann gibt es halt, wie gesagt, 700.000, das wären also 9, 10 Euro im Monat. Dann hat man 30 Tage Premium. Man kann auch sagen, für 2.500, dann kriegt man 90 Tage Premium. Ne? Ob sich das lohnt, schaut man sich später an. Gibt sogar noch 180 Tage. Tja, muss man ausrechnen. 180 Tage wären, glaube ich, ja, fast 40 Euro, würde ich sagen. Ne? Für 180 Tage, da kann man, ja, kann man doch mit leben, würde ich sagen. So, dann gibt es kleinere hier. Da kann man hier für Einheiten XP-Karten kaufen. Verwende diese, um eure Einheiten in 10 Kämpfen einen XP-Bonus von 50% zu verleihen. Also das ist einfach nur Zeugs, das muss man nicht haben, unbedingt. Ne? Interessant ist natürlich hier einmal für Klamotten bzw. Skillpunkte zurückzusetzen. Was haben wir denn hier? Soldatendokument. Dieses erlaubt euch einen Veteranenpunkt in einer anderen Einheit. Da weiß ich noch nicht genau, was es gibt. Hier das Erhöhen vom persönlichen Lager und sowas. Aber wie gesagt, das können wir uns später angucken. Und dann gibt es halt diese Skins hier, die man sich kaufen kann. Aber wie gesagt, das ist halt alles nur kosmetisch. Ihr habt jetzt nicht wirklich mehr Vorteile dadurch. Wir können die jetzt auch nochmal anschauen. So sehen die aus, soweit. Der hier gefällt mir schon ziemlich gut eigentlich. Der passt auch hier zu unserem Schwert so ein bisschen. Der geht auch nochmal, oder der hier geht auch sehr klar. Den feiere ich, glaube ich, am meisten. Aber der kostet schon 3000, das sind ungefähr
Ja, 30 Euro, ne? Das ist viel, viel Geld. Mal gucken, ob man da auch anders ankommen kann. Das kann ich euch nicht sagen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von dem Shop. Aber das ist eigentlich auch irrelevant. Und dann gibt es natürlich dasselbe noch für eure Units. Ihr könnt eure Units hier noch verschönern und ja, schöner machen und was weiß ich, was alles. Da seht ihr es, wie die denn später im Spiel aussehen. Aber ob man das wirklich braucht, ich bin mir nicht sicher. Ne? So. Dann haben wir hier mit V. Diese Funktion ist erst ab 18. Was haben wir sonst noch? L sind unsere Quests. Hier ist unser Questbuch und hier sehen wir haben wöchentliche Aufgaben, wir haben tägliche Aufgaben, also Dailies und so weiter und so fort. Hauptstadtschlacht, die sollen wir jetzt machen. Das Schöne ist, nimmt Matchmaking eine Schlacht teil. Ich könnte jetzt auf Autonavigation klicken und der läuft automatisch dahin, wo wir hin müssen. Ich brauche also nichts machen, ich kann AFK sein. Und dann läuft er zu dem NPC hin, wo wir die Quest abschließen müssen. Aber das kennen wir schon aus Kindern under Fire. So, ich beende das mal hier. Ja, und wie gesagt, das sind alles andere Spieler, die hier stehen. Man kann die auch irgendwie auch anschauen. Warte mal, hier mit Rechtsklick. Flüstern in Gruppe einlade. Ignorieren. Und dann sehen wir hier, was der Großchampion, kann man nicht sehen, was der ist. Wartet mal. Normalerweise müsste man doch die Klasse noch sehen. Aber soweit bin ich in dem Spiel halt noch nicht drin. Aber ihr seht, ihr könnt den hier flüstern und was weiß ich nicht, was noch alles machen. Ne? Hier haben wir, wie gesagt, einen Waffenmeister. Der bringt uns zum Übungslager. Hier können wir Fähigkeiten freischalten. Man kennt das aus verschiedenen MMOs halt, ne? So, was können wir hier machen? Zerlegen, Verstärkungstruppen. Also hier können wir wahrscheinlich unsere erkunden. Ihr müsst wenigstens Level 14 sein. Also wie gesagt, es lohnt sich jetzt noch nicht, dass ich jetzt hier wirklich viel anspreche. Im nächsten Tutorial werden wir nochmal eine Schlacht machen, damit wir schneller aufsteigen. Aber jetzt, wie gesagt, gilt es erstmal, die Stadt ein bisschen uns anzuschauen. Und das werden wir jetzt gleich in Ruhe halt machen. Dann werden wir mal schauen, dass wir deutschsprachige Spieler finden, die uns ein bisschen noch mehr erklären zu den Einheiten. Denn ich bin mir nicht sicher, ob unsere Einheiten wirklich gut sind. Und ihr seht, hier gibt es verschiedene Rüstungen der Leute. Und hier sieht keiner gleich aus. Und mal gucken, welche Rüstung wir uns anschauen. Wir haben auch 3 Tage Premium geschenkt bekommen und die werden wir auch noch aktivieren, damit wir denn da wirklich loslegen können und ein bisschen hochleveln in der nächsten Zeit, damit wir in den 20 Folgen auch was zu tun haben. Mal schauen, vielleicht investiere ich in 30 Tage Premium. Ich bin mir da noch nicht sicher. Geschützwerkstatt. Hier kann man dann später Geschütze reparieren lassen. Hier sind die Rohstoffe, die man benötigt, beziehungsweise auch erstellen können wir die. Die könnt ihr dann mit in Gefechte nehmen. Also ihr könnt dann sozusagen Dinge hinbauen, so ja, Ballisten und sowas alles auf Türme halt, ne? Was gibt's denn alles? Kanonen, Balliste, Flammenpfeilwerfer, Skorpion, Feldkanone. Es gibt jede Menge Zeugs halt, ne? So, hier ist der Einheitenmonteur Level 10. Wie gesagt, es lohnt sich eigentlich nicht, dass ich jetzt hier was so vormache, beziehungsweise anspreche. Hier sehen wir wieder ein paar Ressourcen. Hier kann man Ressourcen wahrscheinlich herstellen. Aber das ist noch zu früh, darüber zu berichten. Dazu fehlt mir die Information. Hier, die machen hier ein Duell. Er mit seiner komischen Waffe da. Ah, kriegt er auf die Mütze. Das ist gegen Schurke, glaube ich, ist der, ne? Oder? Ne, da ist ein Tank. Schade, ich weiß nicht, wo die immer langlaufen. Mit der Taste B, wie gesagt, rufen wir unser Pferd selber. Dann können wir auch auf dem Pferd sitzen.
Und ich würde sagen, Freunde, wir belassen es bei dieser Folge. Und ich werde jetzt mal erstmal schauen, dass ich ein bisschen hier reinkomme. Und wie gesagt, es gibt noch ein paar weitere Folgen von diesem Spiel. Wir sind ja erst bei Folge 2 von Folge 12. Und wir schauen mal, wie es dann weitergeht. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.